Ja, Angela. Hilfe! Angela. Angela, oh mein Gott. Angela, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir wollten gerade gehen und da ist er umgefallen. Beweg ihn nicht. Ich rufe einen Rettungswagen. Es wird alles wieder gut. Das ist sicher nur die Erschöpfung. Booth hat recht. Sie werden Hodgins sicher nur etwas Flüssigkeit verabreichen und dann darf er wieder gehen. Miss Montenegro? Anscheinend hat ihr Mann ein lokalisiertes Trauma erlitten während der Explosion, was zu einer signifikanten Schwellung geführt hat. Sind das seine MRT-Aufnahmen? Also ich verstehe das irgendwie nicht. Hodgins war doch hier. Er ist hier rausgegangen und es ging ihm gut. Da scheint eine Verletzung am Plexus Venus rings um das Rückenmark zu sein. Und eine Rückenmarkschwellung erreicht mitunter ihren Höchststand erst 48 Stunden nach dem Trauma. Ja, und was bedeutet das? Dr. Hodgins hat Aspirin eingenommen, was sein Blut verdünnt hat. Das hat zu einem epiduralen Hämatom geführt, das hat seinen Rückenmark komprimiert. Aber es ist doch alles in Ordnung, oder? Ich meine, er wird das überleben, oder? Natürlich wird er es überleben. Er wird wieder gesund, nicht wahr? Kann mir bitte jemand sagen, was hier los ist? Bitte! Hodgins ist gelähmt.